Ist ja mega gechillt. So, okay, gut. Würde ich vorschlagen, wir nehmen den Bauhof ein, weil er gibt gut Kohle. What the fuck ist denn da passiert? Weil das Scheißding explodiert ist, oder was? Das sehe ich nicht ein, echt. Gebäude erobert. Ja, aber dich verkaufen wir direkt wieder. Krieg ich einen neuen Ingenieur? Ich krieg gar nichts dafür! Gut, Kohle. Schön. Freut mich auch. So ein bisschen. Ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr gewünscht. Was kostest du denn? Kann ich dich überhaupt bauen? Wird gebaut. Mr. Maulwurf-Panzer. So, okay, dann machen wir bitte das kaputt. Ich hoffe nicht, dass da neue Leute rauskommen. Dann habe ich nämlich doch genau noch einen Panzer. Oh mein Gott, okay. Der kann sich doch schön vergraben hier, der Sack, ne? Oh, sind das alle Gebäude, die ich zerstöre? Nein. Oh, das ist richtig kacke, das ist richtig kacke. Oh mein Gott, okay. Eine habe ich trotzdem verloren. Oh nein. Bitte zerstört es. Einheit bereit. Überladung? Überladung, was? IGL-Leiten geortet, alle in ihre Basis. Oh, cool. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ja, okay, der kriegt den locker kaputt. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, ne? Wenn ich jetzt wissen, was das Ding hier kostet, dann würde ich nämlich meine, Dingensfabrik verkaufen. Ach komm, ich mach das Ding einfach weg hier. Gebäude verkauft. Dann können wir noch hier so ein paar Einheiten bauen. Kannst du aber echt mal ein bisschen unterstützen. Also ganz oben ist er leider nicht. Alter, bleib doch mal stehen! Okay, jetzt stehen sie alle Notgebäude. Ja gut, aber es sieht doch schon mal echt um einiges besser aus. Ja, der Panzer ist ganz geil eigentlich, ne? Da kann sich auch hier schon. Ach, der ist das! Einheit ja, cool. Warum brauche ich einen Ingenieur? Bin ich denn des Wahnsinns? Ach, scheiße. Jetzt habe ich so viel Kohle verschwendet für nichts. Ja, ich toll, ich kann das Ding nochmal reparieren. Wunderbar. Einheit bereit. Da sind bestimmt drei Soldaten draufgegangen. Oder noch mehr. Einheit bereit. Der Bazooka-Infanterie lasse ich einfach mal außen vor. Einheit bereit. Wunderbar. Hast du gut gemacht. Einheit bereit. Jo. Also stand gerade Überladung, ne? Das heißt jetzt für mich, dass die Lasertürme nicht mehr funktionieren. Würde mich auch sehr freuen. Und ich hoffe, dass ich noch die Lasertürme kaputt machen muss. So, okay. Ja, den letzten kriege ich jetzt aber auch noch fertig. Ja, danke. Oh, nein, komm, den kriegen wir neu. Ich kann dir noch zu Not irgendwas einnehmen, wenn ich Bock habe. Kann ich noch ein bisschen Kohle ranschaffen. Ich kann es ja verkaufen. Haha, lustig. Mit dem Rest des Geldes entsprechend, ne? Agieren. Ja, danke. Habe ich auch festgestellt. Pannekopf. So, und jetzt wehe du, ihr schießt. Kacktürme, ne? Okay, Leute. Geht eigentlich ganz gut. Ganz gut kaputt geht er. Ach, Überladung. Die sind kaputt gegangen, die Lasertürme. Das ist natürlich geil. Okay, jetzt will ich nur noch wissen, was mich jetzt hier noch erwartet. Oder gehört die auch zu den Gebäuden? Also wahrscheinlich, weil die sind ja rot, ne? Nicht, dass der Infanterie rauskommt. Ne, okay, alles klar. Ich finde es aber echt scheiße, wenn meine Panzereinheiten sterben, dass die dann so explodieren, dass meine ganze Infanterie mit drauf geht. Absturzstelle gesichert. Ziel erreicht. Jawohl. Sauber. Wir haben es geschafft, Mann. Ich hätte es nicht gedacht. Bin ich ehrlich. Und jetzt? Kriege ich die Einheiten jetzt extra in der nächsten Mission? Das wäre natürlich cool. Weil, wie gesagt, ich glaube, das war eine optionale Mission, die wir jetzt gemacht haben. Sah für mich zumindest so aus. Ich kann hier nichts mehr machen übrigens. Und da fährt er dahin. Einsatz erfolgt. Yay! Ich habe die dritte Mission geschafft. Perfekt, ey. Geil. 33%, oh mein Gott. Ist ja egal. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Okay, mal. Zack. So, jetzt können wir die Abschlussstelle auch selbst bekundschaften, auskundschaften. Wie auch immer. So. Das haben wir ja letztes Mal schon gesehen. Bla, 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 bla. Gefechtskontrolle wird übergeben. Bitte warten. Verstärkung ist eingetroffen. Ohne Scheiß, fick dich, ne? Dafür habe ich das gemacht? Dafür? Nee.
Oh, eine Basis. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe... Oh, boah, was ist das denn? Die gefallen mir schon mal. Motorrad! Wo ist auch der Motorrad? Okay, das ist schon mal auf jeden Fall Tiberium. Kommt man hier eigentlich in die Häuser gehen mit der Infanterie? Oder war das erst bei Lamps of Ruth 2? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Wird gebaut. Ja, erstmal jetzt bauen wir erstmal schön zwei Raffinerien. Ach, guck mal da hinten. Da können wir schon mal so ein bisschen, ne? Können wir schon mal ein bisschen Spaß haben. Testen wir die Leute doch mal aus. Die Fetten. Weiß auch nicht, ob die jetzt Anti-Panzer oder Anti-Leute sind. Ah, okay. Die haben Explosivschüsse. Das ist schon mal gut. Ich überlege mal, ob ich vielleicht doch noch einen Schritt noch mal schneller gehen kann hier. Aber hier so, aber zack, schnell. Also gerade immer zu Beginn, wenn ich jetzt hier gerade die Basis baue. Ja, ist schon recht schnell. Also ich glaube, das habe ich nicht im Griff. Also nicht in meinem Alter. Bau abgeschlossen. Jo. Ja, da so. Neue Baumöglichkeiten. Aber wir auch hier Turm. Wäre vielleicht tatsächlich sinnvoll, wenn ich, ja, wenn ich was denn mache. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich erzählen wollte. Nein, wenn ich, vielleicht dann wirklich die zweite Raffinerie auch entsprechend dann wieder verkaufen würde. Ich weiß ja nicht, was die kosten. Ich sehe es nicht. Ich hoffe mal, ihr habt mir vielleicht schon einen Tipp gegeben, wie ich das... Da war es ganz gut zu sehen. Bau abgeschlossen. Aber das läuft auch nicht so ganz rund, das Spiel, ne? Also, liegt vielleicht an Windows 7. Kann durchaus sein. Dann wollen wir jetzt erstmal einen Kasernen schön, da können wir nämlich schon mal ein paar Türme schön bauen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie mir hier auf den Sack gehen werden. Deswegen warte ich auch erstmal noch mit dem Turmbau. Aber wir bauen jetzt erstmal noch ein Kraftwerk. Wird gebaut. Oh, das Geld kann man so schön schnell ausgeben, ne? Bau abgeschlossen. Machen wir. Sammler wird angegriffen. Ich hab's doch gewusst. Alter, als könnte ich's riechen, ne? Unglaublich. Funk- und Radarzentrale erstmal. Wird gebaut. Muss ich was Neues bauen? Ne, okay. Aber vielleicht, wenn wir die Radarzentrale bauen. Sanitäter! Oh, wie schön. Oh, wie schön. Bringt mir jetzt nur leider hier nicht mehr allzu viel. Bau abgeschlossen. Keine neuen Bauvorhaben, Möglichkeiten. Was ist das denn? Achso, das ist da, wo, da gibt's nochmal ordentlich Kohle. Die Zugbrücke ist auch schon fast im Arsch. Sammler wird angegriffen. Alter, geh mir doch nicht auf den Nuss, ey. Geh mir doch nicht auf den Nuss. Zu wenig Geld. Zu wenig Geld! Bau abgeschlossen. Also sie kommen offensichtlich von hier irgendwo, ne? Ich glaube, ich lasse einfach mal da ganz unverbindlich stehen. So, jetzt... Oh, dort! Danke. So, jetzt geht mir mal auf den Sack hier, ey. Und du auch! Dich habe ich doch gesehen. Okay, da oben sind Patrouillenfahrzeuge. Okay, bauen wir die mal hier hin. Neue Baumöglichkeiten. Okay, wir haben auf Titan. Titan, das ist wahrscheinlich das fette Viech, ne? Guck mal, was das Ding kostet. Wird gebaut. 1,3. Ich weiß leider nicht mehr, was das mir bringt. Also an Geld. Ach komm, das scheint gar nicht so teuer zu sein. Ich will aber trotzdem erstmal nochmal hier so alles so weit erkunden. Einheit bereit. Damit ich jetzt zumindest einen Überblick habe, was hier so abgeht. Tot und tot. Einheit bereit. Ist das ein... Achso, ich wusste jetzt nicht genau, was das für eine Einheit war. Bauen wir nochmal ein paar Werwölfe, warum eigentlich nicht? Und ein paar Leute. Das hört sich gut an, ne? Einheit bereit. Okay. Ich bin schon fast gefühlt, schon so ein bisschen zu erkunden. Ich habe zwar hier so gut wie noch gar nichts. Wir können hier eigentlich die schon mal hier hinstellen, auch mal ganz unverbindlich. Weil hier sind ja Patrouillenfahrzeuge, wie gesagt. Und das blaue Tiberium, wie gesagt, ich glaube, das gibt ein bisschen mehr Kohle. Wäre natürlich fett. Wird gebaut. Da guckt, wie der ist denn das? Seid ihr doof oder so? Ja, perfekt, okay. Ich könnte hier einfach Türme dahin bauen, aber es wäre auch zu leicht. Irgendwo. Einheit bereit. Ja, dann ernte mal das hier weg. Weil jetzt brauchen wir gerade die Kohle, während wir gerade so im Aufbau sind. Aufbau Ost. So, okay, dann bauen wir hier jetzt noch ein paar Grenadiers. Einheit bereit. Erstmal Infanterie natürlich. Machen wir die ganze Zeit hier. Also die Infanteristen sind auf jeden Fall kein Problem mehr. Das ist aber schön. Einheit bereit. Ja, komm, mach ruhig. Ist okay, ist okay.
Einheit bereit. Wird hergestellt. Zack, zack, Einheit bereit. Zack, wird hergestellt. Zack, zack, Einheit bereit. Zack, wird zack. Hergestellt. Einheit bereit. Bei Infanterie ist hier relativ robust. Das ist das, was mir hier echt gut gefällt. Klar, okay, die können mit dem Panzer durch. Ist seitdem auch durch. Aber mein Gott, ne? Den Einsatz will ich auf jeden Fall noch haben. Ne? Das ist ganz wichtig für die Moral. Ja, wobei ich möchte den jetzt nicht unbedingt. Okay, du ernst auch direkt das weg. Das finde ich super. Ernsthaft. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich die Infanterie vorschicken soll, weil es ist natürlich viel Masse. Ja, die kostet natürlich ordentlich mehr, die Grenadiere. Ah, guck mal. Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Ah, die sind auch relativ schwach, aber. Ah, da kommen auch Panzer, alles klar. Vernichtet sie! Oh, wunderbar, cool. Oh, da habe ich schon wieder eine ganze Ladung, eine ganze Kompanie an Grenadieren. Sollen wir jetzt schon mal versuchen, sollen wir einfach schon mal ein bisschen erkunden gehen? Einfach unsere Neugierde befriedigen. Einheit bereit. Weil die Grenadieren sind offensichtlich auch so ein bisschen robuster als die normale Infanterie. Und die ist halt natürlich sportgünstig, aber ihr habt ja gerade schon gesehen, ich glaube, ich habe gerade zwei oder drei Einheiten verloren. Eine ist auch schon wieder halb tot an Pille-Palle-Einheiten. Was ist denn das für Geräusche, sag mal? Was machst du denn hier überhaupt? Oh, unser Stützpunkt wird angegriffen. Okay, gut. Nee. Einheit bereit. Okay, ich glaube, das Ding ist Geschichte. Perfekt, komm. Tötet es! Okay, du kannst doch ruhig mal ein bisschen unterstützen, du musst das nicht, ne? Einheit bereit. Alter, okay, die ziehen ganz schön viel ab. Also, die sind auch recht fett, die Türme. Und nochmal hier ein paar Titans. Die scheinen auf jeden Fall auch brauchbarer zu sein als die kleinen Werwölfe. Auch wenn sie recht schnell kaputt gehen, die sehen ziemlich robust aus. Aber gut. Das Coole ist halt auch für mich, ich kenne die Einheiten hier noch nicht so wirklich. Also ich weiß nicht, welche brauchbar sind. Ich glaube, die Werwölfe, auf die kann ich eigentlich komplett verzichten. Das reicht, glaube ich, wenn ich Infanterie habe und die Titan. Würde ich fast erwarten. Nicht unbedingt meine Hand für ins Feuer legen, aber erwarten würde ich auf jeden Fall. Ja, komm, auch nochmal zwei hier. So, dann separiere ich mal den Technik. Fuhrpark quasi vom Infanterie-Fuhrpark. Oder Fußpark. So, knubbelt euch mal schön zusammen. Einheit bereit. Wird kuschelig. So, okay, dann baue ich gleich nochmal, ich weiß nicht, ein, zwei Türmchen einfach mal so zum Schutz der Basis. Für eine bessere Welt. Ja, kann ich aber sonst auch nichts bauen. Na, ja, einen Sanitäter kann ich ja auch noch mitschicken. Wird hergestellt. Ja, wenn auf dem Weg zur Basis dann so ein bisschen was schief läuft. Ah, komm, Baby. Aber das wächst schnell nach, der Tiberium. Das muss ich ja schon sagen. Einheit bereit. Dann machen wir erstmal die Titans fertig. Einheit bereit. Tötet sie, tötet sie, tötet sie, tötet sie! Alle! Achso. Ja, okay. Dann stopp nochmal ein bisschen. Okay, wunderbar. So, dann seid ihr jetzt Gruppe 2. Oh, dieser letzte Titan, ne? Komm, werd fertig, Junge. Zu wenig Geld. Zu wenig Geld. Ah, ja, guck. Einheit. Dankeschön, okay, wunderbar. So, das sieht auf jeden Fall für mich erstmal schon mal nach vielen Einheiten aus. Ob es ausreichend ist, wird sich zeigen. Einheit bereit. Ja, Sir. So, du bist dann Nummer 3. Oder? Ja, bist du okay. ich hatte hier irgendwo schon so ein bisschen so einen Verwundeten, ne? Frage ist nur, wo war er nochmal? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hier war einer verwundet. Da ist er doch! Man kann ihn also nicht gezielt, oder habe ich jetzt gerade einen Ingenieur gebaut? Ich habe einen Ingenieur gebaut. Warum krieg ich das denn nicht hin, mal die richtigen Einheiten zu bauen? Kann ja nicht wahr sein. Einheit verloren. Ja, komm, tötet sie, ey. Ja, komm. Ich würde sagen, wir speichern hier einmal kurz ab. Und testen mal, oder fühlen mal vorsichtig vor, was hier jetzt so abgeht. Fortsetzen. So, schicken wir mal schön die Infanterie nach vorne, ne? Aber dafür werden wir auch mal den Spielstand wieder, also die Geschwindigkeit etwas verringern. Cyborg zur Stelle. Ja, Sir. Ja, ist ein Ingenieur. Fuck. Bin ich so doof? Ernsthaft? Ich meine, ich will es wirklich nicht unbedingt bezweifeln. Aber kann ich sein?
Jungs, hab ich jetzt schon falsche Sachen gebaut. Ja, komm, wir gehen hier mal zurück. Das macht ihr schön kaputt. Achso, das war's schon. Okay, cool. So, greif mal schön Energie an. Ich weiß, ihr braucht Platz. Kann auch nichts für. Ja, bleibt immer hier so als Wachen stehen. Für die Infanterie. Oder wir werden schon mal einfach was Neues bauen, damit wir einfach keinen Geldengpass haben bezüglich der Silos. Das ist doch nicht schon die Basis. Tut mir leid, das wäre ja wirklich lächerlich. Weil die Raffinerie würde ich eigentlich schon gerne einnehmen. In der Kohle. Oder aber auch, die Panzer sind natürlich auch, die finde ich auch ganz fett, die Anaconda-Panzer. Wenn sie hier noch irgendwo zugehen. Achso, irgendein LKW-Lieferwagen. Komm, der kriegt ja locker alleine hin. Einheit bereit. Okay. Los! Schnappt ihn euch! Weil da unten scheint auch irgendwas zu sein. Ich habe hier schon einen geförderten. Oh mein Gott. Kann man hier auch nochmal bauen. Hey, ich bleib einfach mal da oben stehen. Ach du Heilige, was ist das? Ah, das ist die Abschutzstelle. Okay. War etwas verwirrt. Ja, komm, dann unterstützt doch mal. Okay, den einen Spack können wir natürlich töten. Du musst das nicht. Ja, bitte. Zu wenig Geld. Okay, super. Hier ist also die Abschutzstelle. Zu wenig Geld, mag sein. Was bist du da? Okay, hier ist sonst nichts. Alles klar. Das ist nur der Panzer. Das ist, glaube ich, sinnvoll, wenn ich sogar die Infanterie da eher hinschicke. Als die anderen Kollegen. Weil ich dachte, das wäre irgendein Türmchen, aber es ist ja doch nur der Panzer. Ja, genau, der Anaconda Spacko. Und jetzt einfach töten. Einfach töten. Das habt ihr drauf, das weiß ich. Hey, der hat trotzdem ganz schön viel aus. Und. Explode! Absturzstelle gesichert. Ziel erreicht. Empfange Nachricht. Einheit bereit. Sir? Sieht aus, als hätten die den Laden hier schon säuberlich ausgeschlachtet. Not schafft die Artefakte bestimmt schon bald fort. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Weiter mal? Nicht mehr viel Zeit? Warum? Für was? So, okay, dann baller ich die vier, die wir jetzt hier auch noch haben. Auch mal da hinten. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, einen verdammten Sanitäter und sogar zwei gebaut zu haben. Ja, komm, natürlich noch. So, okay, wir schauen wir uns mal hier so ein bisschen frei. Du Schwein! Du Schwein! So, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Cyborgs gehandhabt werden. Und die jetzt eher so eine Panzerung von einem Panzer haben. Eine Panzerung von einem Panzer. Bliblablublub. Ist auch beschäftigt, das ist schön. Einheit verloren. Ey, sauber! Also, der gefällt mir überhaupt gar nicht hier, der Scheiß-Ingenieur. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Komm. Ach, der muss hier runter. Ja, okay. Der kann natürlich viel Spaß haben mit meinen Kollegen. So, okay, ihr haut jetzt hier mal ab. Gebt mir auf den Keks, damit ihr euch hier Einheit töten lasst. Verloren. Ist okay. So. Bombs! Hier ist aber jetzt nichts, so, ne? Der ist tot, der Ingenieur. Das hoffe ich doch mal stark. Dem Ingenieur ist nicht zu schwer. Ja, ist okay, weil das sieht so aus, als würde ich die Brücke zerstören. Offensichtlich. Ach, wir rennen einfach mal rüber. Gucken, was passiert, ne? So, okay, rüber. Erstmal auf die andere Seite ist immer ganz wichtig. Ja, okay, wir lassen ihn doch mal vielleicht einfach mal sein. Okay. Fertig ihn! Komm, töte den Turm! Infanterie! Eine schöne Infanterie! Hör auf zu reparieren! Okay, jetzt ist er dran. Einheit verloren. Hier kümmert euch noch ein bisschen um die Infanterie. Ach du Scheiße, okay, Grenadiere sind doch nicht die beste Idee gewesen, offensichtlich.